Servus Leute, es ist endlich wieder soweit. Das Wetter in Deutschland wird langsam kälter und es ist Zeit, dass ich meinen kanadischen Hobby Garten-Eismeister-Fähigkeit wieder auspacke und versuche, zum dritten Jahr in Folge eine Eisfläche in meinem Garten zu bauen. Und dieses Jahr werde ich euch zeigen, wie ich das mache. So, zuerst, wo sollte man die Fläche bauen? Optimal ist natürlich, wenn man einen Garten hat, wo der Boden wirklich eben ist. Und auch man die Fläche bauen kann, so weit wie möglich von meiner Wärmequelle weg, das heißt das Haus. Es ist allerdings ziemlich lustig, das ist oft nicht möglich. Ich habe diese Möglichkeit hier nicht. Mein Garten fällt ab, ich muss es nah am Haus bauen und ich habe eine Terrasse, die 12 cm unter den Boden fällt. Kann nichts dagegen machen. Es ist also, ich werde trotzdem eine Fläche bauen. Die zweite Sache ist, wann sollte man eine Eisfläche bauen? Wann kann man anfangen? Optimal natürlich, wenn die Temperaturen im zweistelligen Minusbereich über mehrere Nächte sind, dann geht es relativ gut. In Deutschland, wenn man auch darauf wartet, wird es vielleicht irgendwann mal Frühling sein und man hat immer noch nichts angefangen. Also aus meiner Sicht, wenn die Temperaturen minus 5 über Nacht erreichen und nicht über plus 1 Grad Celsius tagsüber sind, könnte man damit anfangen. Es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber es ist halt so. So, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal meine Fläche mit KG-Rohren gebaut und ich war damit sehr zufrieden. Ich bin handwerklich wirklich eine komplette Niete und ich wollte mir keinen Holzbanden kaufen und die dann zusammenschrauben oder zusammennageln und wollte auch keinen speziellen Rink-Kit kaufen, weil die ganz schön teuer sind. Die KG-Rohren kosten auch nicht wirklich viel mehr wie Holzbalken. Man kriegt die in jedes Baumarkt oder wenn man zum Großhändler geht, kriegt man die in längere Stücke. Das ist wirklich optimal. Da kann man einfach die Verbindungsstücke dazu kaufen. Die sehen so aus. Und auch ganz wichtig ist, dass man die Gummiabdichtungen aus den Rohren nimmt. Vielleicht würde ich die drin lassen an die allerschwächste Stelle der Fläche, das heißt meistens die tiefste Stelle, aber ansonsten kriegt man die Rohren im Frühling sehr schwer auseinander. Und was braucht man noch? Einfach eine weiße Plane, um über die Rohren zu legen, um eine Art Schwimmbecken zu bauen, wo das Wasser frieren kann. Die Plane soll 1,5 Meter Länge und 1,5 Meter Breite als die Fläche selbst sein, also 75 cm pro Seite. Ansonsten kann es sein, wenn man die über die Rohren legt und das Eis relativ groß wird, dass die Plane einfach nicht mehr reicht und dann fließt irgendwo das Wasser raus, wo man es nicht haben möchte. So, es ist jetzt soweit. Zeit, die Rohren zusammenzuschieben und loslegen. So, und da ist das Ding. Wunderschön. Man muss nur darauf achten, dass wo die Rohre zusammenkommen, dass die schön aneinander unter diesen Verbindungsstücke geschoben sind. Ansonsten, wenn man Wasser hereinfüllt, kann es sein, dass die Verbindungsstück sich löst und dann hat man schön Wasser überall im Garten, aber nicht, wo man es haben möchte. Man sieht auch hier diese eckigen Verbindungsstücke. Überqueren meine Terrasse ganz schön. Ich habe auch einige Platten hier runtergelegt, weil mein Garten hier einfach so tief ist, dass ich die Rohre etwas höher haben wollte. Und alles, was mir jetzt übrig bleibt, ist einfach die Plane draufzulegen und die Fläche zu befüllen. So, jetzt habe ich die Plane drauf. Macht euch keine großen Gedanken über leichte Falten in die Plane. Das wird das Gewicht des Wassers selber regeln. Ich würde die Plane ganz leicht runtergewichten, aber es nicht zu fest ziehen oder sonst irgendwas, bis das Wasser drin ist. Das Wasser wird viel Arbeit für euch selber erledigen. Und jetzt muss man nur noch die Fläche befüllen. Man kann auch, wenn man ungern schläft, das Schicht für Schicht über Nacht machen. Aus meiner Sicht kriegt man die Eisfläche ein bisschen schneller aufgebaut und das Eis ist auch ein kleines bisschen besser. Allerdings diese Version einfach die Fläche auffüllen und warten. Vor allem wenn man relativ mildes Wetter hat, nicht um in zweistelligen Minusbereich ist, finde ich einfach einfacher.
So, es dauert ziemlich lang, bis die komplette Becken mit Wasser gefüllt ist und ich müsste in der Zwischenzeit zum Eisstadion. Habe es ungefähr nicht einmal die Hälfte geschafft davor und jetzt ist es minus 2 Grad draußen, also nicht wirklich kalt und ich werde meine Becken hier jetzt komplett befüllen und schauen, was passiert. So, es sind jetzt 3 Tage vergangen. Ich habe eine Eisschicht von ungefähr, würde ich sagen, 3 bis 4 Zentimeter. Also es hält mich auf gar keinen Fall aus. Das Wetter war noch nicht so kalt. Und leider soll es jetzt wieder warm werden. Von daher befürchte ich, dass ich erstmals ein Schwimmbecken haben wird für die nächsten paar Wochen statt einer Eisfläche. Aber das Gute an so einem Bau ist, man kann einfach das Wasser drin lassen und irgendwann wird es kalt genug und hoffentlich frieren. Wie man sieht auch, sieht die Fläche ein bisschen rau aus. Es hat drauf geschneit und dadurch, dass die Fläche nicht stark genug ist, um mich auszuhalten, musste ich einfach das Schnee drauf lassen. Das ist aber nicht so schlimm. Es schmilzt ein bisschen ins Eis rein und dann irgendwann kann man einen neuen Schicht drauf tun und das Eis wird wieder glatt. Ich bin auch mal gefragt worden, ob die KG-Rohren kaputt gehen, wenn das Wasser friert, weil wenn das Wasser friert, wird es vom Volumen her größer. Und falls ihr das mal sehen könntet, gibt es einen ganz leichten Bogen in dem Rohr. Das ist mir auch letztes Jahr passiert. Und die Antwort zu eurer Frage, nein, die brechen nicht. Biegen schon, aber bis jetzt ist mir kein Rohr kaputt gegangen. So Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin wieder da. Wir hatten leicht kaltes Wetter, wir hatten viel Schnee, wir hatten Regen, wir hatten warmes Wetter. Ich hatte ein Kneippbecken, ich hatte ein Matschbecken und ich hatte ein Becken mit einer kleinen dünnen Schicht Eis drauf. Aber die letzten paar Nächte waren richtig kalt. Gestern Nacht zum ersten Mal diesen Winter sogar im zweistelligen Minusbereich und ich könnte sehr viel Wasser auf die Fläche drauf tun. Wenn es wirklich so kalt wird, dann braucht man keinen Spritzaufsatz mehr auf seinen Schlauch, sondern man kann einfach mit der Schlauch volle Kanne das Wasser aufdrehen und drüber gehen oder das eimerweise draufschütteln. Es friert sehr schnell. Spritzaufsatz ist nur nötig, wenn es nur minus 1, 2, 3 Grad ist und das Wasser sehr langsam friert, dann kann man nur einen dünnen Schicht auftragen, sonst wird das Eis sehr rau und brüchig. Das Gute auch an so einer Konstruktion ist, dass wenn es für ein paar Wochen warm wird, das Wasser bleibt einfach drin, muss man nur hoffen, dass es bald friert. In diesem Bereich ist das Eis, glaube ich, noch ein kleines bisschen zu dünn für Schlittschuh, aber diese Nacht soll auch kalt werden und ich werde es gebacken kriegen. Bis morgen stehe ich mit Schlittschuh auf der Fläche. So Leute, der Moment, auf den ich den ganzen Winter gewartet habe, ist da. Die Fläche ist fertig. Ich werde gleich drauf gehen. Nur ein kleiner Tipp für euch zum Abschluss, die ich bekommen habe vom Eismeister Robert. Wenn an warmen Tagen, wenn ihr die Fläche ein bisschen länger erhalten wollt, helfen Styroporplatten richtig gut. Die benutze ich seit 2 Jahren bei plus 10 Grad. Da helfen die leider nicht mehr so viel. Aber wenn es ein bisschen schmilzt und man die Styroporplatten tagsüber drauf tut, kann man die Flächen ein paar Wochen länger erhalten. Und in Deutschland zählt jeden Tag mit der Eisfläche. Ich hoffe, dass ich einige von euch motiviert habe, eine Fläche im Garten zu bauen. Jetzt werde ich mich verabschieden, weil jetzt ist Zeit zum Training. Bis zum nächsten Mal bei Marcus Hockey School.